dreimal dürft ihr raten. Herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Dead by Daylight. Ich spiele das Spielchen nochmal weiter. Das, was ich eben gerade mit dem Mori gemacht habe, das werde ich jetzt nochmal ein Spiel spielen. Mein letztes Mori werde ich jetzt einsetzen. Und so kann ich mir sicher gehen, dass ich wahrscheinlich... Ich hoffe, zumindest einer kassiert bekommt. Mal gucken, was heute mit der Map bekommt. Oder was wir jetzt für eine Map bekommen. Wie gesagt, es wird die nächsten Tage auch wieder neue Folgen... wieder Dingsfolgen geben. So, was haben wir denn hier? Es scheint wohl keine deutsche Gruppe zu sein. Da ist auch eine Taschenlampe wieder dabei. Naja. So, meine liebe Leute, mal gucken, was wir heute kriegen. Diesmal geht es auf der Cold Wind Farm weiter. Ja, das ist so eine Map, da musst du mich noch aufpassen. Das kann nämlich sehr, sehr gerne mal verschwinden, die Leute in den Feldern. Und dann habe ich auch meine als Killer meine großen Schwierigkeiten. Vor allem als Michael. Hm. Dann stehen die alle wohl hier hin. Hoffentlich haben wir nicht wieder so komische Leute, die dann irgendwie die ganze Zeit. Irgendwie hier hinten. Mein letztes Mori. Da sitzt er. Ich mache euch das mal kaputt hier, ja? Das war nicht halt mit den Feldern, ne? Jetzt hab ich sie. Das ist nett, dass du mich direkt unter dem Haken hängen legst. Damit bist du schon mal tot. Ich habe nur gerade irgendwas knallen und dachte mir, okay, die haben sie wieder vom Magen genommen. Jo. Achso, war ein Mori. Mein Totem. Oder eins von Totems. War mir klar. Das war mir klar, aber die eine ist tot. Wenn ich die jetzt nochmal haben sollte. Hm.
Da oben. Glück gehabt. Aber so komplett geheilt. Glück gehabt. Jawohl, Nummer 1 ist tot. Mein letztes Mori gibt doch noch ein bisschen Erfolg. Ja, ja. Ist ein bisschen tot. Ich kann den Mori nicht abbrechen. Ich will den auch gar nicht abbrechen. Ich mache es einfach trotzdem mit Zies. So. Jetzt ist es mir egal. Jetzt habe ich zumindest mal einen Kill. Jawohl. Einen Moment mal, bleib mal hier, Kollege. Wer holt mir da meinen Überlebenden vom Haken? Das geht mal oben nicht. Kollege. Ja, ja, gib mir den auf den Sack. Hui, das war knapp. So, tot. Ich weiß, ich bin agil manchmal. Nummer 2 tot. Wo sind sie denn? Schade. Jawohl, noch weggeholt vom vom Fenster. Moment, nehmen wir den Haken, nehmen wir die Seite vom Haken. So, mir fehlt eigentlich nur noch der komische Clown-Dame mit der Taschenlampe. Die hat's probiert. Okay. Gehst du sterben?
So, nochmal zwei, nur drei tot. So, jetzt wird der Clown mit der Taschenlampe noch und dann ist es wohl die Ruhe. Es wird wieder nicht viel werden. Bin ich mir ziemlich sicher. Jawohl, ich krieg's doch noch hin. Das war zu viel mit deiner Taschenlampe. Doch, alle vier. Die Runde fing schon sehr gut an, auf jeden Fall, als ich relativ schnell zwei weg hatte und sie hat noch vier Generatoren. So, und ich bin Asi, ich bleib mal, ich hau mir vier. Bam, Junge. Tschüss. Da wollte er zu viel mit seiner Taschenlampe. Da wollte er mir nochmal einen mitgeben. Ich musste nicht einmal stalken und ich hab's trotzdem gekriegt. Nur zwei Generatoren haben sie geschafft. Das war eine gute Runde für mich. Drei Moris und ein... Oder ein Hakenkill. So. Oh, 15er, 17er, 16er. Ja, das war eine gute Runde auf jeden Fall. Die haben nicht alle viele, die wir auf die Reihe bekommen. Gut, Kuchen der Flucht. Das gibt also sogar 38.000 Punkte. Sehr geil. Ich bin zufrieden mit der Runde. Definitiv. Das war mein letztes Mori, was ich einsetzen musste. Ich habe jetzt drei Runden hintereinander aufgenommen. Einmal einer, einmal drei und einmal vier. Bin also ziemlich zufrieden. 8 Kills in 3 Runden ist gut. Bin ich zufrieden. Ja, doch. So, die nächsten zwei Runden werden auf jeden Fall auch nochmal werden. Werden auf jeden Fall auch wieder Killerrunden werden. Das ist klar, am Montag geht es dann hoffentlich mit The Forest oder mit Dead by Daylight. Da müssen wir mal gucken, was machen. Aber dann diesmal auf jeden Fall mit den anderen. Das ist klar. Wir müssen, denke ich mal, kommt Sonntag zum Aufnehmen wieder. Also quasi für euch morgen. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder bei Let's Play Dead by Daylight irgendwann oder bei einem anderen Projekt. Mal schauen. Bis dahin und tschüss.